Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Heute möchte ich mit dir mal gemeinsam mir Capture One 20 anschauen. Das ist ja die aktuellste Version und meine letzten Videos waren immer mit Capture One 12 aufgenommen. Deswegen heute mal die Einführung in Capture One 20. Ich zeige dir, was neu ist. Ich zeige dir allgemein den Programmaufbau mal. Falls du mit Capture One noch nie gearbeitet hast, ist das auf jeden Fall eine coole Alternative zu Lightroom und Luminar. Und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. So sieht Capture One 20 aus, wenn man schon ein paar Bilder importiert hat. Das habe ich nämlich schon mal getan, denn ich habe natürlich das Programm schon getestet. Und ja, ich werde dir jetzt einfach mal zeigen, wie das Ganze aussieht, wie das Ganze funktioniert und wie man damit arbeiten kann. Du hast jetzt hier auf der linken Seite ja, einen ähnlichen Aufbau eigentlich wie zum Beispiel in Lightroom. Also wir haben links ein großes Feld, wir haben rechts ein großes Feld, wir haben hier oben eine Leiste und wir haben hier in der Mitte unser Bild, was wir bearbeiten können. Das Schöne bei Capture One ist, wir können alles uns so hinschieben, wie wir wollen. Wir können es auch größer oder kleiner machen. Ich kann jetzt hier auch die einzelnen Sachen rausnehmen und hier einfach irgendwo hinschieben. Und genauso könnte ich jetzt auch sagen, ich möchte dieses gesamte Ding hier auf der anderen Seite haben. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Ich habe auch die Möglichkeit, wenn ich auf Fenster klicke, mir meine Arbeitsumgebung anzupassen. Da könnte ich zum Beispiel das Ganze auch auf Migration stellen. Dann wird das ähnlich dargestellt wie in Lightroom. Ich kann aber auch mit zwei Monitoren arbeiten und entsprechend auch hier zwei Arbeitsumgebungen mir einstellen. Es gibt auch eine für Hochzeit, aber ich würde jetzt erstmal sagen, dass wir das Ganze auf Migration stellen und dann wird Capture One so aussehen. Dann haben wir nämlich ähnlich wie in Lightroom auch hier unten diesen Filmstrip, wo wir die verschiedenen Bilder uns aussuchen können. Wir haben jetzt hier auf der rechten Seite dann im Moment die Bibliothek und hier oben haben wir nochmal ein Menü. Falls du jetzt aktuell diese kleinen Namen hier drunter, diese Wörter nicht siehst, dann mach einfach mal einen Rechtsklick hier drauf. Dann kann ich mir nämlich aussuchen, ob ich nur Symbol oder Symbol und Text haben möchte und dann wird das Ganze hier entsprechend auch noch angezeigt, denn ich finde teilweise die Symbole etwas verwirrend. Ja, die hier gehen noch, aber ja, hier drüben, da wäre es schon ganz sinnvoll, wenn man vielleicht für den Anfang den Text noch darunter hat, damit man weiß, was das hier ist. So, und dann haben wir jetzt hier auf der rechten Seite, wie gesagt, unsere Menüs, wo wir so ein bisschen durchgehen können. Und wir haben hier verschiedene Tabs. Wir haben hier einmal den Bibliothekstab, auch ähnlich wie in Lightroom. Da kann ich jetzt hier durch die verschiedenen Ordner durchgehen und zum Beispiel hier mal auf die Färöer Inseln klicken. Und dann habe ich hier unten in meinem Filmstrip entsprechend die Färöer Inselfotos. Oder ja, ich gehe hier mal in New York rein, gucke hier, was los ist und so weiter und so fort. Jetzt ganz aktuell habe ich mir importiert hier einen Ordner aus Island. Und wenn ich jetzt neue Bilder hier drin haben möchte, dann klicke ich hier oben einfach mal auf Importieren. Und dann kann ich mir hier einen entsprechenden Ordner aussuchen, den ich dann halt, wie gesagt, hier importieren möchte. Das ist jetzt der Island-Ordner, den ich zuletzt importiert habe. Importieren wir doch einfach mal den Dolomiten-Ordner hier zum Beispiel. Ja, und da sehen wir jetzt hier schon mal in der Vorschau, welche Bilder jetzt hier importiert werden. Dann kann ich darunter noch viele Optionen einstellen, ob ich die Unterordner mit einbeziehen möchte, ob ich Duplikate ausschließen möchte. Das ist auch immer relativ sinnvoll, damit man nicht ein Foto aus Versehen mehrmals importiert. Ich möchte die am aktuellen Ort importieren. Die sind auf einer externen Festplatte. Und ich denke mal, soweit passt das alles ganz gut. Man kann jetzt theoretisch hier auch noch das Ganze umbenennen direkt. Man kann hier eine Auftragsname vergeben, zum Beispiel, wenn man jetzt ein Shooting hatte für eine große Firma, dann kann man das als Auftrag auch anlegen. Und ich kann auch hier direkt Metadaten einschreiben lassen und vieles, vieles mehr. All das brauche ich jetzt erstmal nicht. Ich klicke jetzt hier erstmal auf Alle importieren und warte kurz ab. Man sieht jetzt hier in dem Aktivitätenfenster, wie die Bilder importiert werden. Also das geht relativ schnell, würde ich jetzt sagen. Es sind 86 Bilder. Das dauert ja, so 20 Sekunden ungefähr. Und dann werden direkt auch Vorschaudateien erstellt, damit man das halt besser direkt sehen kann und damit das Ganze ein bisschen flüssiger läuft. Das dauert
Ja, noch ein kleines bisschen länger. So, jetzt sind die Bilder hier importiert und jetzt kann ich hier mit der Maus theoretisch einfach so durchscrollen. Ich kann jetzt auch hier in die verschiedenen Ordner mal reingehen. Du siehst jetzt hier, dass ich verschiedene externe Festplatten habe, wo jetzt Ordner hier drin sind. Die werden auch immer mit so einem grünen Balken angezeigt, wenn sie angeschlossen sind. Und ich gehe jetzt hier einfach mal auf den Island-Ordner. So, da bin ich im Kirkjufell gewesen oder beim Kirkjufell gewesen. Und gucken wir doch einfach mal, wie wir jetzt mit den einzelnen Bildern hier verfahren können. Also, ich nehme jetzt hier einfach mal ein so ein Bild raus. Hier zum Beispiel, das sieht schon echt cool aus mit dem Sonnenuntergang. Und wir haben jetzt natürlich die Möglichkeit, dieses Bild zu bewerten, wie wir es auch in Lightroom zum Beispiel tun. Wir können also jederzeit zum Beispiel hier reingehen und dem mal 4 Sterne geben zum Beispiel. Und genauso kann ich jetzt hier auch einen Rechtsklick drauf machen. Ich kann das also auch mit einer Farbmarkierung versehen, zum Beispiel hier orange. Ja, und dann sieht man hier unten, hat das Ganze auch noch ein Orange bekommen. Und jetzt kann ich in der Filterpalette zum Beispiel mir ganz schnell alle orangenen Fotos anzeigen lassen. Da sieht man jetzt hier, da wurde genau ein Foto mit Orange bewertet. Ja, und dann kann ich mir das hier anzeigen lassen. Genauso hier ein Foto mit 4 Sternen. Auch hier kann ich es mir theoretisch anzeigen lassen und somit mein Foto relativ einfach und schnell wiederfinden. Ich kann aber auch hier nach Datum suchen, ich kann nach Schlüsselwörtern suchen oder auch nach Orten. Wenn man jetzt hier theoretisch das Ganze schon angegeben hat, kamerainternt, wo man das Ganze aufgenommen hat, dann kann man auch hier nach suchen. Also diese Filterpalette, die ist schon relativ mächtig und damit kann man schon eine ganze Menge machen. Jetzt geht es natürlich so ein bisschen auch um die Bearbeitung und dafür gehen wir jetzt hier mal in die nächsten Tabs rein. Also es gibt hier einen weiteren Tab, zum Beispiel Belichtungsbeurteilung. Da wird hier gesagt, ja, das Foto ist eigentlich ein bisschen zu dunkel belichtet. Also ich stehe hier kurz vor der minus 1. Wenn man es richtig belichtet hätte, müsste sie bei 0 stehen. Ich habe es natürlich ein bisschen dunkler belichtet, weil wir hier noch den Sonnenuntergang im Hintergrund haben und ich den nicht zu sehr ausbrennen lassen wollte. Und die dunklen Bildbereiche, die kann man schneller wieder herstellen als zu helle Bildbereiche. Da kann man jetzt theoretisch auch hier direkt die Kamera anschließen und Aufnahmen direkt am PC quasi machen. Dann haben wir hier einen weiteren Tab. Da geht es jetzt um die Bildbearbeitung. Das sieht, wie gesagt, immer alles ein bisschen anders aus, je nachdem, wie du das Ganze eingestellt hast. Ich habe jetzt meine Arbeitsumgebung, wie gesagt, auf Migration gestellt. Falls du nicht diese ganzen Filter jetzt hier drin hast, dann machst du einfach mal einen Rechtsklick hier rein. Dann kannst du Werkzeuge hinzufügen oder auch Werkzeuge entfernen. Und wenn dir jetzt hier noch irgendwas fehlt, dann kann ich jederzeit hier reingehen, zum Beispiel Drehung und Spiegelung. Und schon habe ich hier unten Drehung und Spiegelung drin. Und genauso gut kann ich jetzt mit dem Rechtsklick das Ganze hier auch wieder entfernen. Also das ist jetzt ähnlich aufgebaut wie Lightroom, auch von der Anordnung her. Wir haben ganz oben den Weißabgleich, dann kommt die Belichtung, tiefen Lichter und so weiter, Klarheit. Also das passt schon alles relativ gut. Wenn du also von Lightroom umsteigst, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn du die Arbeitsumgebung erstmal auf Migration stellst. Ganz oben haben wir hier unser Histogramm. Und das Schöne an Capture One, jetzt komme ich endlich mal drauf, ist wie gesagt, dass man sich das alles selber einstellen kann. Und noch schöner ist, theoretisch, wenn ich jetzt hier mal in die Klarheit zum Beispiel reingehe und die Klarheit hier mal auf 100% packe, warum auch immer. Und wenn ich jetzt noch mehr Klarheit brauche, dann gibt es hier oben die Ebenen. Ja, du hast richtig gehört, in Capture One gibt es Ebenen, also anders als in Lightroom kann ich hier mir eine neue Ebene reinziehen und dann natürlich jederzeit den Filter nochmal anwenden. Das sieht jetzt hier völlig komisch aus, braucht kein Mensch, Klarheit auf 200 zu stellen, aber wir haben die Möglichkeiten und das Schöne jetzt ist, wir können auch die Ebene in der Deckkraft reduzieren. Ich kann jederzeit die Ebene mit einer Ebenenmaske versehen, ich kann also zum Beispiel eine lineare Verlaufsmaske erstellen und dann hier einfach einen Verlauf reinziehen und das Ganze nur hier in dem oberen Bereich mir anzeigen lassen, was ich da mache. Na, da kann ich zum Beispiel auch die Belichtung höher drehen, dann ist das wirklich, wie gesagt, nur in dem Himmel drin. Und ich kann sogar hier mir einen Luminanzbereich einstellen. Bedeutet, ich kann wirklich sagen, wo soll diese Maske überhaupt stattfinden. Und da möchte ich halt wirklich sagen, die dunklen Bildbereiche sollen davon ausgeschlossen werden. Hier siehst du es jetzt. Dann nehme ich jetzt nämlich den Berg mal raus. Der ist nämlich wesentlich dunkler als der Himmel. Und dann kann ich das Ganze super schön einstellen,
wo jetzt dieser Effekt überhaupt angewandt werden soll. So, jetzt habe ich das Ganze nämlich wirklich nur im Himmel drin und das ganz einfach maskiert, ohne jetzt hier irgendwo lang zu malen. Anwenden, zack, und schon habe ich das Ganze jetzt hier, wie gesagt, nur in dem Himmel drin. Ich könnte es jetzt auch theoretisch dunkler machen, ich kann es heller machen, ich kann den Kontrast hier noch einstellen und so weiter und so fort. Ich kann hier die Lichter runterbringen. Das sieht jetzt alles, wie gesagt, nicht wirklich schön aus, aber grundsätzlich erstmal haben wir die Möglichkeit dazu. Eine richtige Bildbearbeitung machen wir jetzt mal gleich. Ich kann jetzt hier auch jederzeit oben reingehen und sagen, ich möchte das Ganze zurücksetzen. Ich habe hier die Möglichkeit, eine Vorher-Nachher-Ansicht mir anzeigen zu lassen. Ja, vorher, so sah es schön aus. Jetzt sieht es unschön bearbeitet aus. Und so kann ich hier auch immer die Bilder miteinander vergleichen. Also setzen wir das Ganze mal zurück, machen wir mal eine richtige Bearbeitung draus. Und dafür würde ich jetzt als erstes mal die Tiefen aufhellen. Und du siehst auch dabei jetzt in dem Programm, wie stark man hier die Tiefen aufhellen kann. Also das geht auch wesentlich besser und wesentlich mehr noch als in Lightroom. Also der RAW Converter hier, finde ich, funktioniert richtig, richtig gut. Und da kann man noch eine ganze Menge Details herausholen. Die Tiefen, ja, stellen wir mal so auf plus 50 ungefähr. Und dann dunkle ich hier noch die Lichter ab. Und auch hier, wie viele Details wir hier noch retten können in diesem Himmel, finde ich unfassbar gut. Also der RAW-Converter von Capture One, der gefällt mir echt richtig, richtig gut. Ein bisschen Kontrast gebe ich hier mit dazu. Den stelle ich mal so auf plus 15. Und dann würde ich die Helligkeit noch ein bisschen nach oben ziehen. Unterschied zwischen Helligkeit und Belichtung, wirst du dich jetzt vielleicht fragen. Ja, kannst du jetzt ganz einfach mal im Histogramm hier beobachten. Wenn ich die Helligkeit nach oben drehe, was da passiert. Oder wenn ich die Belichtung nach oben drehe. Denn die Belichtung, die zieht immer das gesamte Bild so ein bisschen nach oben. Und die Helligkeit macht das eher so mit den Mitteltönen. Und deswegen nutze ich hier eigentlich mehr so die Helligkeit und balanciere damit das Foto noch so ein bisschen aus. So, ein kleines bisschen können wir die Schwarzwerte noch nach unten stellen. Und ein ganz kleines bisschen auch die Weißwerte noch nach oben. Zack. Und so gefällt mir schon richtig gut. Dann geben wir ein bisschen Klarheit hier mit rein, aber wie gesagt nicht viel. Und als nächstes gehen wir mal in den Farbeditor. Da haben wir jetzt hier auch wieder unsere HSL-Tabelle quasi. Ich gehe als erstes mal in die Grüntöne rein. Werde mal hier so den Farbton noch ein bisschen verschieben Richtung Gelb, damit es noch so ein bisschen mehr so aussieht, als würde die Sonne da drauf geschienen haben. Perfekt. Und auch die Gelbtöne gehen noch so ein kleines bisschen Richtung Orange. Wir haben auch viele Gelbtöne hier in der Wiese drin. Also das gefällt mir so schon ganz gut. Wir können auch hier den Farbton insgesamt von dem gesamten Bild verstellen. Also auch das ist hier möglich. Und ich habe auch die Möglichkeit, hier speziell mit Hauttönen zu arbeiten. Das macht jetzt natürlich in dem Fall keinen Sinn, aber wenn du mit Porträts arbeitest zum Beispiel, dann kann ich auch hier wirklich den Hautton nochmal extra bearbeiten, was wunderschön ist. Wir haben auch noch die Möglichkeit der Farbbalance. Das heißt, ich kann hier den Drei-Wege-Weg gehen. Ich kann aber auch einfach die Tiefen hier ein bisschen bearbeiten und die Tiefen zum Beispiel so ein bisschen Richtung Blau ziehen. Oder aber auch Richtung Orange, Gelb. Je nachdem, wie weit ich jetzt diesen Kreis hier nach außen ziehe, habe ich mehr Sättigung drin. Also je weiter ich in der Mitte damit bin, desto weniger Sättigung hat das Ganze. Und natürlich kann ich jetzt hier noch die Farbe dann entsprechend einstellen. So finde ich, sieht das Ganze schon sehr, sehr gut aus. Ich kann auch in die Mitteltöne reingehen, auch die Mitteltöne noch so ein kleines bisschen hier verschieben. Die kriegen so ein bisschen mehr den Rotton und die Lichter, ja, die sollen so ein bisschen gelber werden. So, perfekt. Und so habe ich jetzt aus diesem Bild, gucken wir uns das einfach mal an, wie es vorher aussah, wie es jetzt aussieht, ja, schon eine ganze Menge rausgeholt. Ich würde jetzt tatsächlich sagen, dass wir die Tiefen nicht ganz so doll aufhellen müssen. Die stelle ich mal so auf 30 ungefähr. Ja, das sieht besser aus. Sieht ein bisschen realistischer aus einfach. Und dann nehmen wir diese Ansicht hier nochmal raus. Und worauf ich jetzt noch ganz besonders stolz bin, ist eigentlich hier dieser Schärferegler. Da gehen wir jetzt mal rein. Ich zoome jetzt hier mal zu 100% in das Bild rein mit einem einfachen Doppelklick drauf. Und ich muss echt sagen, das Schärfen funktioniert wesentlich besser als in Lightroom. Ich kann auch hier wieder den Radius einstellen. Ich bin immer für so eine sehr feine Schärfe. Hier in Capture One stelle ich die meistens so auf 0,6. Und dann kann ich hier die Stärke nach oben ziehen. Und ich finde einfach, dass die Schärfung in Capture One wesentlich besser funktioniert als in Lightroom. Also da kommt ein wesentlich besseres Ergebnis bei raus. Frag mich nicht, warum.
Den technischen Hintergrund kann ich dir gar nicht so genau sagen, aber ich finde, es sieht einfach wesentlich besser aus, diese Schärfung. Eine kleine Vignette baue ich hier noch mit rein. Ah, nicht zu viel, das ist schon zu viel. So, minus 0,25 reicht vollkommen aus. Ich habe natürlich auch hier noch die Objektivkorrektur. Und so hast du halt eigentlich wirklich alles in diesem Programm, was du brauchst, um deine Bilder gut zu bearbeiten. Schauen wir uns mal ganz kurz noch an, falls du dir Capture One kaufen möchtest. Es gibt mehrere Optionen. Es gibt entweder die Option, dass du es halt abonnierst. Dann hast du den großen Vorteil, dass du natürlich immer die aktuelle Version auf dem Rechner hast. Oder es gibt die Möglichkeit, dass du es einmalig kaufst und dann ja, für einen kleinen Endbetrag das Ganze dann auch aktualisieren kannst. Aber du musst es halt öfter dann kaufen. Es gibt dann auch die Möglichkeit, für jede Kamera das Ganze zu kaufen. Das heißt, dass jede Kamera unterstützt wird. Oder aber nur für Fujifilm, nur für Sony oder nur für Nikon. Dann ist das Ganze natürlich wesentlich günstiger. Also für jede Kamera kostet das halt 24 Euro im Monat. Für bestimmte Kamerabrands halt nur 11 Euro im Monat. Und natürlich, das ist jetzt hier erstmal nur der Preis, wo du monatlich bezahlst. Du kannst das Ganze aber auch entsprechend einfach einmalig kaufen. Dann kostet das hier zum Beispiel, wenn du nur die Lizenz haben möchtest, 349 Euro. Hier sind noch so ein paar Styles mit dabei, die man kaufen kann. Oder wenn ich das jetzt halt, wie gesagt, nur für ein Kamerabrand haben möchte, dann kostet das Ganze, wenn ich das einmalig kaufen möchte, knapp 150 Euro. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn du Capture One mal ausprobieren möchtest, dann folg einfach mal dem Link unten in der Videobeschreibung. Dort kommst du direkt zu der Seite, wo du dir eine Testversion herunterladen kannst oder wo du das Ganze dann auch kaufen kannst. Ansonsten lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, falls du noch Fragen hast, unten in die Kommentare damit rein und ansonsten wünsche ich dir natürlich jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Schau auf meinem Online-Store vorbei und schau auf Instagram vorbei und abonniere den Kanal. Das waren jetzt ganz viele Aufgaben, die du noch zu tun hast. Du kannst auch noch das Video teilen. So viele Aufgaben auf einmal. Also, ganz viel Spaß jetzt und bis zum nächsten Mal. Ciao.